Ja, hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir spielen YouTubers Live und bei welchem Video sind wir jetzt? Bei Video 4 sind wir mittlerweile angelangt. Waren gestern auf der Convention gewesen und haben eine neue Konsole bekommen. Was? Magst du deinen derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin mir sicher, dass du das nicht tust. Mal eine schnelle Internetleitung. $20 müssen wir dafür bezahlen. Nein! Wir haben bloß diese eine Telefonleitung. Mitbewohner. Ich will eigentlich nicht mit dem zusammenziehen. Ja, gut. Öffnen wir. So, wir schneiden das Video. Unser erstes Vlog. Super. Das passt. Perfektes Editing, oder? Was sagt ihr? Wir brauchen definitiv den weichen Fokus und die Farbe zuordnen. Okay. 55%. Na gut, okay. Aber es wird besser. Es wird besser mit jedem Vlog, den wir hochladen. So. Hochladen. Ich mag, was ich sage. Das läuft. Editor müssten wir jetzt eigentlich eins hochgehen. Öffnen. Da stimmt ja. Das ist ja das Spiel, was wir bekommen haben. Aber derweile können wir nochmal studieren gehen. Abspann, den haben wir sogar schon benutzt. So, was steht als nächstes an? Wir haben am 28. Februar Prüfungsdatum. Und, wir müssen auch noch ein Video bearbeiten von dem. Oh, das war ein Preview von Kata 2. Okay. So, 10 hochgeladene Videos. Ja, meine Güte. Wir gehen schlafen und essen. Sarkastischen Kommentar. Sarkastische Kommentare sind immer gut. Ach, wir haben kein Geld. Kein Geld. Jetzt kommt bald was rein. Ist kurz vorm Sterben, das Video. Aber gut Geld verdient. Ich meine, 61.000 Mal gesehen, sehe ich das richtig? Ach du Schande. Und 6.250 Abonnenten bekommen. Yeah. Nur durch das eine Video. Meine Güte. So, wir haben Nachteule freigeschaltet. Wer braucht schon Schlaf? Dein Schlafbalken sinkt langsamer. Dankeschön. 2 neue Karten freigeschaltet. Maximale Ausdauer hat sich wieder erhöht und wir werden mal ganz schnell ein neues Gaming-Video machen. Von Planet Clutter Wars. Preview wollte er haben. Okay, und auf geht's. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Muss schnell passieren. Intro mit Logo. Wir haben eine einfache Aufgabe bewältigt. Machen wir einen singenden Kommentar. Das Spiel hängt sich auf. Machen wir einen professionellen Kommentar mal. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Ja. Passt. Wir haben so viel noch übrig hier. Das ist der Wahnsinn. Ja, okay. Wir werden keine neue Erfahrung bekommen. Okay, gut. Dann ist das halt so. Ich kann es nicht ändern, aber wie macht sich das am besten? Wie macht sich das hier am besten? Kann ich da irgendwas noch ändern? Nee. So, es bleibt sich gleich, oder? Ja, es bleibt sich gleich. Okay. Farbe zuordnen und einen Titel. Ui, diesmal anders. Okay. 86%. Sehr schön. Sehr nice. So kann es weitergehen, liebe Leute.
Überall neues Level. Wie haben sie wieder nicht gemacht? Das lädt doch schon hoch, Mann. Ey, Kumpel, nein. Wollen wir mal zu einer Party gehen? Kommt, wir gehen mal zu einer Party. Das Video lädt eh gerade hoch. Was können wir anziehen zur Party? Komm auch mal, pink. Ja. Wir gehen heute mal pretty in pink. Andere Brille und ne, das können wir nicht. Ja, das passt. Das passt so dermaßen. Ist, glaube ich, auch ein schöner Name für die Folge. Also Pretty in Pink. Ja, doch, das. So, wir werden mal gleich als erstes mal ein Vlog starten. Warum geht das nicht? Ich kann kein Vlog machen. Ich bin doch nur zur Party gegangen, weil ich ein Vlog machen wollte. Ach, das ist jetzt so blöd. Wo sind die Mädels? Gucken wir mal. Profil, nein. Noch ein Mädel. Aisha ist auch Level 1. Zaria Level 1. Keine YouTuber hier auf dieser Party. Corinne Level 1. Was für eine lahme Party. Wo sind die ganzen YouTube-Stars? Ist keiner dabei. Haben wir die schon gesehen? Nein. Reden. Shop. Okay, was können wir da kaufen? Willst du einige exklusive Produkte bekommen? Jetzt mal schauen. Date einen beliebigen Charakter, unterhalten diese exklusiven Kleidungsstück. Karatehose. Okay. Gut. Da haben wir einen YouTuber. Dallas. Okay. Lass uns mal mit Dallas reden. Es ist gut, andere YouTuber kennenzulernen. Können wir nämlich dann, wenn wir mit den Freunden sind, können wir die zum Arbeiten einstellen. Was natürlich immer sehr nett ist. Das Crazy Bowling war früher ja schon schlecht, aber mittlerweile ist das vollkommen furchtbar. Das haben wir doch gerade geschenkt bekommen, oder? Crazy Bowling. Ja. Okay, wo bin ich denn? Da. Und wer war, mit wem haben wir uns unterhalten? Ist der hier? Nee. Ach, der mit dem Grünen, ne? Ja, genau, das war der Einzige, der interessant wäre. Ich werde noch mit dem reden, bis er hier, ja, bis wir beim nächsten Level sind in der Beziehung. Nein, ich wollte mir nicht Profil ansehen. Reden. Okay, gut, ich verschwinde. Das ist eine lahme Party. Was können wir hier noch machen? Ist das VIP-Bereich oder sowas? Anbetracht der Menge deiner Videos hast du viele Abonnenten. Haha, sehr schön. Können wir hier noch irgendwo hin? Ja, DJ. Ja, wir können. Kann ich mit dem DJ reden? Das ist so scheiße. Kann ich mit dem tanzen? Wenn ich mit dem tanzen, ich will, wenn schon mit dem Mädel. Wo sind die ganzen Mädels? Ah, die. Der kann ich nicht tanzen. Und kann ich nicht mit der tanzen? Ich verschwinde. Ja, ich gehe jetzt. Oh, wir konnten keinen Vlog machen. Wir konnten nicht tanzen. Naja, okay. Jetzt konnte ich zu Partys gehen, wann immer ich wollte. Ah. Okay, manche Veranstaltungen haben eine Kleiderordnung. Und einkaufen gehen, ja. Klicke auf den PC. Einkaufen, auf das Bekleidungsstück.
Kleidungsgeschäft. Clothing Shop. Ich hatte die Kleidung gekauft, die ich benötige, um zu Events zu gehen, um mehr Erfahrung zu erhalten. Die ganze Kleidung hatte ich im Schrank verstaut. Wenn ich auf eine Veranstaltung ging, machte ich mich von nun an nie mehr zum Affen. Das sagt er aber auch nur. Das Rockstar-Outfit für einen Mann. Okay. $90, ja sicher doch. Superhelden-Outfit, ja. Das ist klasse. Karate-Outfit. Und gibt schon ein paar hübsche Sachen hier, aber nee. Nee, wir wollen nicht kaufen. Außer, lasst uns mal schauen, ob wir hier noch den PC ein bisschen aufrüsten können. Also CPU, das ist eindeutig zu teuer. Tastatur, Monitor. Monitor könnten wir... Ja, Monitor wäre eine Idee. Maus haben wir schon die beste, Webcam haben wir die beste, Mikrofon, Kopfhörer haben wir alles. Ich glaube, dann holen wir uns wirklich den Monitor für $90. Ich mag noch nicht bei Mama ausziehen. Wie schaut's aus? Geldaufträge, teile dir die Wohnung, ja. Da ist unser neuer Bildschirm. Der sieht schon viel schicker aus als der andere. Wir machen noch ein Gaming-Video. Machen wir von Crazy Bowling. Ich meine, das Spiel haben wir ja geschenkt. Obwohl, das haben wir nicht geschenkt bekommen. Dafür haben wir $49 bezahlt, ne? Nichts Neues. Immer noch alles dasselbe. 15 Renderpunkte haben wir zur Verfügung. Wir machen Begrüßung mit Nachahmung. Jawohl. Du hast in der letzten Minute einen Fehler gemacht. Ja, du bist gut. Ja, das ist so laut. Shit. Du befragst deinen besten Freund über das Leben. Ja, schön. Dann nehme ich den ernsten Kommentar. Dann haben wir noch 7. Ach, das dürfte reichen. Fröhliche Äußerung. Und dann haben wir noch 5 für das letzte. Und da brauchen wir bloß 2. Okay. Okay. Ja, besser ging es leider nicht. Jetzt gehen wir an den PC und editieren das Ganze noch. Das, so, so. Ah, fast perfekt. Fast perfekt. Ja, okay, dann ist das so. Jetzt können wir wenigstens alles 3 hier unten nehmen. 75. Ach so, ist ein Preview. Ja, okay. Das ist ja immer ein bisschen höher, das Interesse. Ich wollte schon sagen. Okay, dann nehmen wir das mal hoch. Gehen noch mal studieren, bevor unsere Mama sich wieder aufregt. Doch, diese Prüfung mache ich wenigstens noch mit. Obwohl, der möchte ja eigentlich, dass wir 2 davon machen, ne? Lädt immer noch hoch. Okay, dann gehen wir nochmal studieren. Wie schaut's aus? Wir sind auf einem guten Weg. Es lädt immer noch hoch. Dann gehen wir nochmal studieren. Okay, das reicht. Schlafen. Was macht... Prüfung sieht gut aus. Sieht gut aus. Wie geht's, Mr. Party, Mr. White? Wir haben heute Nacht eine Party. Ich bin sicher, du brauchst ja ein bisschen Spaß. Stimmt's? Komm schon, es wird großartig. Party! Möchtest du mitkommen? Nee, danke. Also auf Partys habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Spiel aufnehmen und hochladen, ja. Gameplay von Lovely Amish. Das Spiel haben wir doch schon.
Aber wir bekommen $192 dafür. Das machen wir. Das machen wir. Gehen wir noch was essen? Dann machen wir das gleich, bevor wir das wieder vergessen. So. Lovely Amish. Ach, das Spiel hatten wir ausgeliehen, ne? Ja, genau. So war das. Lovely Amish und ein Gameplay-Video. Ja, ein Gameplay wolltest du haben, ne? Guck nochmal. Jawohl. Hier passt alles. Aber wir müssen demnächst wirklich umziehen, damit wir neue Komponenten bekommen. Aber ich will demnächst noch einen neuen Rechner kaufen. Intro mit Logo. Hast du ein Easter Egg gefunden? Fröhliche Äußerung. Ja. Das Spiel hängt sich auf professionelles Kommentar. Würde ich jetzt mal so sagen. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Machen wir noch einen professionellen Kommentar. Und wir schalten die Kamera aus und machen eine einfache Verabschiedung. Sehr schön. Das wählen wir mal gleich aus, bevor wir das vergessen. So. Und. Nein, das passt schon wieder nicht. Dann machen wir es so. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, dann machen wir es. Ja, so ist besser. Okay. 52% Interesse nur noch. Also, ich hab's nur noch mal gemacht wegen $192. Hallo? Da können wir dann unseren PC kaufen. Der erstmal repariert werden muss. Okay. Wie ich. Hallo? Wenn du jetzt nicht lernst, würde ich dir Hausarrest geben und du brauchst dann auch nicht weinen, wenn ich das durchziehe? Mutter? Hallo? Weißt du, wie oft ich zu studieren gegangen bin? Sag mal, hast du noch alle? $68 verdient. Sehr nice. Okay. Was sagen die Kommentare? So schlecht. Aber komm, 924 Likes und nur 10 Dislikes. Möchte ich auch gerne mal haben. Ja, ich will jetzt noch nicht ausziehen. Ich will da noch nicht ausziehen. Ich muss. Ich muss. Okay. Ja, als ich mehr Erfahrung gesammelt und einige Ziele erreicht hatte, schaltete ich eine neue Wohnung frei, die mehr Talente zur Verfügung stellte, sowie eine höhere Hochladegeschwindigkeit, das ist schon mal sehr gut, mehr Platz für meine Objekte, die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen. Was? Das kann ich doch. Nein, in der Studenten-WG kann ich doch noch keine Mitarbeiter einstellen. Was labert denn der? Zudem gab es neue Herausforderungen, die ich bewältigen musste. Natürlich musste ich mir, bevor ich umzog, sicher sein, dass ich die monatliche Miete zahlen konnte. Mitbewohner? Ja. Kurse? Ja. Lernen müssen wir jetzt nicht mehr. Kochen wird von uns bezahlt. Arbeitsplätze 1. Ja, hier auch. Ich kann noch keine Mitarbeiter einstellen. Nee, nee, nee. Und Internetspeed hat sich mal vervierfacht. Von 1 MB auf 4 MB. Sehr schön. Aber dafür $80 im Monat, ne? Das ist schon, hab ich. Schon hab ich. Okay, und das ist unsere neue Wohnung. So eine neue Studenten-WG. In genau diesem Raum habe ich realisiert, dass ich wirklich von YouTubern leben könnte. Ich habe mich vollkommen meinem Kanal gewidmet und 50.000 Abonnenten erhalten. Da fehlen uns bloß noch knappe 10.000, also ja. 10.023, um genau zu sein. Das schaffen wir locker. Zwei Videos noch und dann ist gut. Abgesehen davon hatte ich Zeit, Kurse zu belegen und meine Fähigkeiten als YouTuber zu trainieren. Trotzdem hatte ich noch andere Pflichten.
Ich war endlich in meiner neuen Wohnung. Jetzt, wo ich nicht mehr bei meinen Eltern lebte, wurde ich auch nicht mehr kontrolliert und konnte tun, was ich wollte. Ja, das ist der Vorteil, wenn man alleine wohnt, ne? Aber es gab auch neue Aufgaben, die ich erledigen musste. Okay. Schlechtes Deutsch, aber wir akzeptieren das mal so. Von da an konnte ich essen, was ich wollte. Öffne deinen Kühlschrank und es ist ein Sandwich. Dann machen wir das doch mal. Sandwich. Haben wir drei Stück. Waren eigentlich noch gar nicht hungrig gewesen. Oh mein Gott, ich hatte nur zwei Sandwiches. Ich konnte durch meinen Kühlschrank mehr kaufen. Essen kaufen? So, was? Wir haben 3,40 € nur noch? Ach du Schande. Du sollst Essen kaufen. Nicht mit dem Quasseln. Oh, ja, komm, wir kaufen wenigstens noch ein Sandwich. Pick 2 Dollar. Gott sei Dank zahlen wir keine Versandgebühren. Ein weiterer Vorteil dieser Wohnung war, dass ich nur meine Talente dank Kursen verbessern konnte. Von meinem Bücherregal aus konnte ich einen Kurs wählen, den ich belegen wollte. Ich konnte den Kurs so oft pausieren, wie ich Lust hatte, und weitermachen, indem ich wieder auf das Bücherregal klickte. Okay. Wie geht's, Mr. White? Ein neues Handy wird in ein paar Tagen auf dem Markt erscheinen und wird ein paar echt klasse Extras für YouTuber haben. Du solltest bei solchen Veranstaltungen dabei sein, um mit den Industrieneuheiten immer auf dem neuesten Stand zu sein und etwas Bekanntheit zu gewinnen. Ich habe ein paar Einladungen zu vergeben, also wenn du mit mir mitkommen willst, und gehe einfach auf deinen Kalender und stimme zu. Ich werde es auf jeden Fall nicht verpassen. Okay, gehen wir hin. Danke, dass du das Video hochgeladen hast, Mr. White. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du darin bist. Ja, ich bin nicht nur in dem gut. Wir haben eine neue Karte erhalten. Philosophischer Kommentar. So, unser neues Ziel ist, 50.000 Abonnenten zu bekommen. Okay. So, ich sehe schon, wir sind schon wieder über der Zeit. Aber ich wollte euch wenigstens die neue Wohnung noch schnell zeigen. Ja, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder lasst ein Abonnement da oder, was uns sehr freuen würde, einen Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bye bye.